Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans, hier auf der Swiss Moto in Zürich. Ich bin am Stand von Suter, ein Urschweizer Unternehmen. Neben mir der Philipp Suter, schreibt sich aber ein bisschen anders, hat jetzt nichts mit der Suter-Familie zu tun, ist aber, was bist du? Zuständig fürs Marketing und strategische Sachen. Strategische Sachen, sehr wichtig bei Suter, weil ein international renommiertes Unternehmen. Ich habe jetzt unlängst einen Bericht gemacht über eure MMX 500, vor der wir stehen, neben der wir stehen, die da so schön hängt. Philipp, erzähl ein bisschen was drüber. Ja gut, jetzt konkret hier an der Swiss Moto stellen wir die Tourist Trophy Version vor, die in 99 Tagen ganz genau an der Tourist Trophy auf der Isle of Man rennen soll. Und wir haben jetzt auch hier den Fahrer präsentiert, ein altes Schlachtross der Tourist Trophy. Und von dort her, wir wollen dieses Motorrad, das ja eigentlich ein relativ teures Liebhaberstück ist für den anspruchsvollen Privatfahrer, wir wollen das wirklich auch in den Rennen zeigen. Ist ja auch eine gute Idee, ein Unternehmen, das sehr professionell im Rennsport tätig ist, ein Modell bringen, das dann nicht Rennen fährt, wäre ein bisschen unlogisch. Und wer wird nun der Fahrer sein? Da schätzen wir uns sehr glücklich, dass wir eine wirkliche TT-Legende haben verpflichten können. Mit Ian Locker haben wir einen 10-fachen TT-Sieger, rund 120 TT-Starts, was Rekord ist. Er ist am Mittwoch angereist, hat sich das Motorrad angeschaut, hat sich unsere Fabrik angeschaut und dann waren wir eigentlich in 15 Minuten handelseinig, dass wir dieses Rennen gemeinsam bestreiten werden. Wer die TT bestreitet, der muss so und so ein bisschen blem-blem sein und vor allem auf diesem Motorrad. Erzähl uns ein bisschen was zu dem Motorrad, das ja Leistungsdaten hat, wegen derer wir uns ja, Entschuldigung, in die Hose machen. Was ist das? Ja, das Spezielle ist sicher, das ist ein Zweitaktmotorrad, 580 Kubik. Allerdings ein Zweitakt nach neuesten technischen Errungenschaften gebaut. Trotzdem, man merkt, es ist halt die ganze Emotionalität von früher, als da so ein Wayne Gardner, ein Eddie Lawson, diese Biester, die kaum zu bändigen sind, wegen ihrer Leistungsentwicklung gefahren sind. Und wir haben natürlich auch wieder diese Leistungswerte, 127 Kilo schwer, 200 PS. Und wir fahren ja dann in der Isle of Man fahren wir ja gegen die Viertakter. Das heißt 1200 Kubik, vielleicht 30, 40 Kilo schwerer und auch vielleicht ein paar PS noch stärker. Also es wird im Prinzip wird das ein interessanter Kampf der Technologien. Absolut, das ist, also mich fasziniert es. Ich meine, knapp 200 PS, ja, das haben wir jetzt bei unseren Superbikes auch. 127 Kilo, das ist ja Fliegengewicht, hängt im Übrigen auch an Zahnseidefäden hier, dass sich der Philipp da dazu aufstützt. Fährst du eh selber mit der? Also ich unter uns gesagt, ich bin schwerer als das Motorrad. Und von dort her würde das die ganze Leichtbau-Variante würde das ein bisschen ad absurdum führen. Und man muss auch sagen, Eskil Suter, der Kopf hinter dem Ganzen, unser Firmenchef, sagt ja richtigerweise, das ist wie ein Fahrrad mit Raketenantrieb. Also da würde ich mir vermutlich in die Hosen machen, wenn ich da drauf sitzen würde. Ich glaube, dass sich da viele in die Hose machen würden. V4 Zweitakt, unglaublich. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es so bei der TT gelaufen ist mit dem coolen Rennfahrer, der ja ein, wie nennst du es, Kampfross? Schlachtross, ja, ein altes Warhorse. Das hat auch die charmante Frau Locker, hat das dann sich schon ein bisschen beklagt, dass ihr Mann als altes Schlachtross bezeichnet wurde. Aber er ist das. Und ich meine, man muss ja wirklich Rieseneier haben, anders kann man das nicht sagen, um diese Strecke zu fahren. Und es ist auffallend, wir haben ja auch mit anderen Fahrern gesprochen, das sind wirklich coole Typen, das sind wirklich die harten Hunde. Und da muss man viel Respekt haben, wie die diese Sache angehen. Absolut, er wird seine Rieseneier auf dem kleinen Motorrad zusammenfalten und wird ordentlich Gas geben. Philipp, vielen Dank für das Interview. War mir doch ein Vergnügen.